Servus, liebe Campingfreunde. Ich melde mich jetzt aus Vohburg oder bei Vohburg und ich stehe hier auf einem Stellplatz direkt an der Donau. Es ist wunderschön hier und ich zeige euch dann gleich den Stellplatz. Der wird kostenlos von der Stadt Vohburg bereitgestellt, was ich super finde. Momentan steht nur ein Wohnmobil noch auf dem Stellplatz und der ist ziemlich groß sogar. Und jetzt zeige ich euch mal die Aussicht von meinem Camper. Ich denke mal, es gibt schlechtere Stellplätze. Ich stehe also praktisch hier wirklich jetzt gerade auf dem besten Platz in der ersten Reihe. Direkter Blick auf die Donau, total idyllisch, romantisch, je nachdem wie man es nennen mag. Die Sonne scheint, ich mache jetzt dann eine Radtour. Ich bin total begeistert. Schaut euch mal das an. Total ruhig auch hier. Der ist sogar als Zeltplatz ausgeschildert. Und da hinten gibt es anscheinend WC und Dusche. So. Es sind Mülltonnen vorhanden, das ist immer gut. Es sind so Dixi-Klos vorhanden. Ja. Und jetzt schaut euch mal den schönen Platz an, diese Wiese. Gut, wenn es jetzt länger regnet, ja. Ich weiß nicht, wie es dann befahrbar ist, aber schaut euch mal das an. Der ist richtig groß. Hier steht jetzt noch ein Wohnmobil, ein großes. Und da hinten stehe ich in meinem Camper. Und das Ganze direkt an der Donau. Ich verlinke euch natürlich den Platz wieder in der Videobeschreibung. Das ist jetzt also die Einschränkung, was man hat. Also ja, wie sieht das jetzt so? Ein Tag darf man halt drauf stehen bleiben. Ich glaube nicht, dass man jetzt für einen Tag dann bei der Stadt nachfragen muss. Also ein Tag ist halt erlaubt. Das ist jetzt nicht viel. Hätten es ruhig 2 oder 3 Tage machen können. Wenn man davor anfragt, vielleicht kann man da auch 2 oder 3 Tage stehen. Hier gibt es sogar eine Feuerstelle, davon gibt es 3 auf dem Platz. Wenn jemand jetzt ein Boot oder so ein aufblasbares Kajak wie ich dabei habe, da könnt ihr uns schön ins Wasser lassen. Also drin schwimmen würde ich nie, weil das schon eine ganz schöne Strömung ist und ich weiß jetzt auch nicht ehrlich gesagt, ob die Donau so sauber ist. Also ich weiß das nicht richtig, bloß ein Gedanke von mir. Also wenn ihr in Bayern Urlaub macht bzw. unterwegs seid in Bayern, dann kann ich euch diesen Platz wärmstens empfehlen. Das ist wirklich ein Traum hier mit der Donau und der Platz selber ist ja so schön und sehr groß auch. Wie gesagt, Link ist in der Videobeschreibung. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch und dann natürlich über ein Abo. Und bis zum nächsten Video. Danke, ciao.